Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Eine gute Beweglichkeit ist die Grundvoraussetzung für ein beschwerdefreies Gelenk. Wenn Kapsel und Bänder zu straff oder verklebt sind, dann kann selbst der stärkste Muskel keine ausreichende Beweglichkeit ermöglichen. Die Verkürzung von Sehnen und Bändern kann die Folge einer Operation, einer Entzündung, von Wachstumsstörungen, aber auch von monotonen Körperhaltungen sein. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir einfach viel sitzen, am Schreibtisch arbeiten, da kommt es zu einer Verkürzung der Hüftbeugemuskulatur und der Beugesehnen. Und das wiederum erhöht den Binnendruck im Gelenk, gerade wenn wir keine ausgleichenden Dehnungs- und Mobilisationsmaßnahmen durchführen. Die erhöhten Scherkräfte können sogar langfristig den Gelenkknorpel schädigen. Deswegen ist es wichtig, die Gelenke mobil und beweglich zu halten. Wie es funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Zur Mobilisation des Hüftgelenkes. Dazu muss man zunächst die anatomischen Voraussetzungen sich vor Augen führen. Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk, das heißt, wir haben drei Freiheitsgrade. Hier exemplarisch besteht die Möglichkeit, das Hüftgelenk zu beugen und zu strecken. Als nächsten Freiheitsgrad haben wir die Rotation, einmal nach innen, der Unterschenkel wandert in dem Fall nach außen, dann die Außenrotation. Und als letzte Möglichkeit noch die Abspreizbewegung im Hüftgelenk und die Anspreizbewegung. Ganz wichtig ist, dass bei einer Kombination dieser Bewegung bestimmte Strukturen vermehrt unter Stress gesetzt werden. Insbesondere die sogenannte Gelenklippe, die die Kongruenz zwischen Pfanne und Hüftkopf vergrößert. Und wenn wir das Hüftgelenk beugen, anspreizen und zusätzlich innen rotieren, wird gerade diese Gelenklippe vermehrt unter Stress gesetzt, gequetscht und im Extremfall können sogar Schäden hervorgerufen werden. Also spätestens wenn hier Schmerzen auftreten, sollten Sie die Übung in dem Bereich einfach beenden. Zur Kräftigung und zur Mobilisation des Hüftgelenks fangen wir also mit folgenden Übungen an. Wir beugen das Hüftgelenk, wir strecken es, wir beugen es, strecken es ohne Hilfestellung. Jawohl. Das Bein wird abgesetzt, das gleiche machen wir mit der anderen Seite. Das Hüftgelenk wird gebeugt und wechselseitig gestreckt. Als nächstes führen wir Fahrradbewegungen durch, das können wir auch im Liegen machen. Das heißt, wir werden wechselseitig das Hüftgelenk beugen und strecken. Wichtig ist, dass das Bein maximal in die gestreckte Position geht und so weit gebeugt wird wie möglich. Auch hier auf den Rücken aufpassen, dass wir nicht ins Hohlkreuz fallen, um hier möglicherweise Schäden im Bereich der Wirbelsäule hervorzurufen. Das Ganze können Sie auch zusätzlich intensivieren, indem Sie den Ellenbogen zur Hilfe nehmen. In dem Fall wird der gegenseitige Ellenbogen zu dem sogenannten kontralateralen Kniegelenk geführt, während Sie diese Ruderbewegungen oder Fahrradbewegungen durchführen. Für die Leistungssportler unter Ihnen können Sie das Ganze noch zusätzlich intensivieren. Jürgen, du darfst mal. Viel Spaß dabei. Als nächstes stellen wir uns nochmal hin. Das Ganze schaut jetzt so aus, dass wir die ganzen Freiheitsgrade kombinieren. Das heißt, das Hüftgelenk wird jetzt in eine Drehbewegung versetzt. Zunächst wird es gebeugt, als nächstes nach außen rotiert und nochmal in diese Richtung. Wir gehen zunächst nach außen, dann nach innen und ziehen dann nochmal ruckartig nach oben. Wir gehen nochmal nach außen, nach innen und ziehen ruckartig nach oben. Auf dem Weg erreichen Sie wirklich eine kongruente Bewegung im Hüftgelenk und eine zirkumferente Kräftigung aller Muskelgruppen. Das Wichtigste ist, dass Sie am Schluss nicht vergessen,
dass das Hüftgelenk auch gedehnt werden muss, insbesondere die Beuger. Das ist ein häufiges Problem, weil wir ständig sitzen, viel zu viel und entsprechend die Streckmuskulatur dehnen müssen. Das machen wir am besten, indem das Bein in der Position im Unterschenkel gebeugt wird. Wir ziehen dann kräftig die Ferse bis zum Po. Das Ganze ist natürlich nur richtig durchgeführt, wenn Sie hier nicht im Hüftgelenk beugen, sondern in die gestreckte Position gehen. Das ist auf jeden Fall zu berücksichtigen. Das Ganze lässt sich noch steigern, indem Sie in die leicht gebeugte Position gehen. Das eine Bein wird gebeugt und hier wichtig auch nochmal, Jürgen, wenn du nochmal drauf zeigst auf die Hüfte, wie diese sogar schon überstreckt wird, überdehnt wird. Und auf dem Weg haben Sie die optimale Möglichkeit, gerade wenn Sie nach rechts oder links den Oberkörper bewegen, zusätzlich Zug auf die Hüfte zu bekommen. Immer aufhören, wenn die ersten Schmerzen auftreten. Aber auf dem Weg erreichen Sie wirklich eine komplette Beübung und Kräftigung des Hüftgelenks. Viel Spaß dabei. Viel Spaß.